Hallo Leute, willkommen zu diesem wunderschönen Morgen hier draußen auf dem Feld. Ich habe mir mal gedacht, dieser Feldweg hier, der wäre doch mal ein schönes Motiv. Der ist mir schon so oft übers Auge gelaufen, als ich hier mal lang gefahren bin. Das Ganze ist nur keine 10 Minuten von mir zu Hause entfernt. Und ich denke, wenn die Sonne hier von der Seite reinstrahlt, auf dem Weg durch die Bäume hindurch, könnte das ein ziemlich mystisches Bild ergeben. Die Bedingungen sind gut. Ich habe mir ein bisschen Nebel erhofft, dass die Lichtstrahlen noch ein bisschen zu sehen wären und so weiter. Dass das noch ein bisschen von der Atmosphäre dichter wird. Aber danach sieht es nicht aus. Dafür war die Nacht dann doch zu warm. Aber egal. Es ist wunderschön. Die Vögel zwitschern. Und ja, ich werde jetzt den Weg noch ein bisschen erkunden. Schauen, was da hinten um die Ecke noch so ist. Links und rechts sind Felder. Das ist natürlich nicht so interessant. Das wollen wir natürlich ein bisschen ausblenden und uns mehr auf die Bäume und den Weg konzentrieren. Mal schauen, wo der noch hinführt. Ja, ansonsten ist das Ziel für heute, das Ganze in 2 Stunden hier durchzuhaben. Ein cooles Bild auf jeden Fall mitzunehmen, weil in 2 Stunden dann muss ich auch schon wieder am Frühstückstisch mit der Familie sitzen. Und dann ja, soll das Ganze hier beendet sein. Schauen wir mal, was es wird. Ja, jetzt habe ich auch noch ein paar Rehe verscheucht. Da vorne eins und da hinten im Gebüsch 2. Den habe ich jetzt schön das Frühstück versaut. Aber ja, es wird langsam interessant. Da hinten geht so langsam die Sonne auf, noch ein bisschen hinter den Wolken versteckt. Ich gehe jetzt wieder zurück. Hier hinten hat sich nicht weiter großartig Spannendes an Motiven ergeben. Und ja, müssen uns ein bisschen beeilen. Die Wolken hier hinten fangen schon an. Die Sonnenstrahlen aufzunehmen. Könnte aber auch ganz geil aussehen. Also wenn wir jetzt mal ein ganz anderes Motiv suchen. Ja, vielleicht wäre es was. So, die Sonne ist jetzt hinter uns aufgegangen und beleuchtet unser Motiv dort hinten, diese Baumreihe. So ganz zufrieden bin ich noch nicht. Das liegt vor allem daran, dass es keine Separation gibt, so richtig. Das Feld hier vorne ist grün, wenn es schon ausgewachsen wäre, dann wäre es natürlich schön gelb und wird sich schön mit diesen grünen Bäumen dort hinten komplementieren. So ist das Ganze ein bisschen unspektakulär. Ich versuche die Szene vielleicht noch mal ein bisschen zu vereinfachen, indem ich mit den 50er drauf gehe. Leider kann ich auch nicht höher gehen, um jetzt die Bäume ein wenig dominanter ins Bild zu setzen, denn da hinten sind Häuser und so weiter. Das sieht dann unschön aus. Aber ja, die Wolken sehen toll aus. Es könnte schlimmer sein. Und von daher bin ich doch ganz zufrieden mit dem Foto. Mein Wunschmotiv waren aber diese beiden Bäume, die den Feldweg so schön umrahmen wie eine Art Tor, das man durchschreitet. Und mit diesem Bild bin ich ja noch recht zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Und das Allerbeste, ich blieb auch noch in meinem Zeitrahmen. Also alles super. Und ja, ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen habt, ihr ein Like gebt und
und auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann!